herzlich willkommen, meine Kolleginnen und Kollegen, zu einem neuen Video. Und heute soll es um A Plague Tale Requiem gehen, dem Nachfolger von A Plague Tale Innocence. Und ja, ich weiß, dass dieses Video vielleicht etwas spät kommt, da die Ankündigung schon am 13. Juni stattgefunden hat, im Rahmen des Xbox Game Showcases auf der E3. Allerdings muss ich zugeben, dass ich erst vor kurzem davon erfahren habe, liegt wahrscheinlich daran, dass ich A Plague Tale auch erst seit kurzer Zeit kenne, da ich erst vor kurzem A Plague Tale Innocence durchgespielt habe, als es im Epic Games Store verschenkt wurde. Und ich war tatsächlich sehr begeistert von A Plague Tale Innocence und dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, dass ich mich auch sehr über die Ankündigung zu einem zweiten Teil gefreut habe. Und auch wenn wir noch nicht viele Informationen zum Spiel haben, gibt es einiges, über das wir in diesem Video sprechen können. Und alles, was wir schon über A Plague Tale Requiem wissen, versuche ich in diesem Video für euch zusammenzufassen. Ja, am 13. Juni 2021 wurde auf der E3 A Plague Tale Requiem vorgestellt, in Form von einem Trailer, und eigentlich ist dieser Trailer auch fast das einzige Informationen, die wir zu A Plague Tale Requiem bis jetzt haben. Deswegen sollten wir definitiv zuerst über den Trailer sprechen. Und bevor wir ein bisschen über den Trailer sprechen, schauen wir erstmal in den Trailer rein. These things, where do they come from? From all of us, from what we do to him. Can you stop it? I don't know, but he's my brother, and I would die for him. Ja, als erstes muss man mal erwähnen, dass das, was wir im Trailer gesehen haben, alles in-game gecaptured ist. Also wird Plague Tale Requiem auf jeden Fall grafisch ganz schmackhaft aussehen, würde ich mal behaupten. Einiges von dem, was ich jetzt über den Trailer sage, ist natürlich wilde Spekulation, da wir kaum Informationen über den Inhalt des Spiels haben bis jetzt, abseits vom Trailer. Aber ich werde vor allem auch einfach darüber sprechen, was mir so im Trailer aufgefallen ist. Und das erste, was mir eigentlich so im Trailer aufgefallen ist, ist, dass Amicia hier am Anfang mit einer männlichen Person spricht. From all of us. From what we do to him. Can you stop it? Da frage ich mich natürlich, wer das sein könnte. Sie spricht mit der Person ja über ihren Bruder. Da jetzt irgendwelche Spekulationen aufzustellen, wer das sein könnte, wäre, glaube ich, sinnlos. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein interessantes Detail eventuell. Als nächstes ist mir irgendwie aufgefallen, dass die Stadt, die wir hier am Anfang sehen, sehr ähnlich aussieht wie die Stadt aus Plague Tale Innocence. Ob wir nochmal in dieselbe Stadt zurückkehren, ich weiß es nicht. Ich persönlich denke aber eigentlich eher nicht. Vielleicht liegt die Ähnlichkeit auch einfach daran, dass wir ja nach wie vor höchstwahrscheinlich im mittelalterlichen Frankreich unterwegs sein werden. Auch Ratten tauchen natürlich im Trailer nicht so knapp auf. Wäre ja auch komisch, wenn nicht. Was wir allerdings außerdem noch sehen, sind kurze Ausschnitte einer Schlacht. Ob das sozusagen nur Teil der Story ist oder ob wir da auch gameplay-technisch irgendwie involviert werden, keine Ahnung. Da müssen wir wohl auf weitere Informationen in der Zukunft warten. Eine weitere Sache ist mir aber auch noch aufgefallen, und zwar besonders aufgefallen. Und zwar gibt es hier eine ganz kurze Szene im Trailer, in der Amicia einen Gegner von hinten niederstreckt. Zumindest würde ich sagen, dass es Amicia ist. Der Ausschnitt ist leider ziemlich kurz, deswegen keine Garantie. Sollte es allerdings Amicia sein, wovon ich ausgehe, dann wird es ja bedeuten, dass wir in Requiem erstmals auch selbst Gegner lautlos ausschalten können. Denn in A Plague Tale Innocence hatten wir ja die Möglichkeit nur bedingt, mit Hilfe von Roderick zum Beispiel. Fände ich persönlich ganz cool, hat mir an manchen Stellen im ersten Teil auch echt gefehlt. Aber auch das ist natürlich nur wilde Spekulation. Interessant wird es auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle im Trailer, denn da sehen wir Amicia und es fällt natürlich sofort eine Sache auf. Und zwar hat Amicia keine Schleuder, sondern eine Armbrust auf den Rücken gespannt. Das heißt, wir haben also in Plague Tale Requiem ganz andere Möglichkeiten und Waffen. Finde ich persönlich auf jeden Fall sehr geil, da sich Amicia hier so weiterentwickelt. Und auch Hugo bekommen wir noch kurz zu sehen und auch er sieht logischerweise älter aus. Allerdings immer noch recht ähnlich, wie im ersten Teil, wie ich finde. Und zum Schluss gibt es noch eine Szene, in der wir eine komplett neue Landschaft sehen, die irgendwie auf den ersten Blick gar nicht zum dunklen Setting von A Plague Tale passt. Allerdings sehen wir auch nochmal, wie geil das Ganze aussieht. Erinnert mich auch so ein bisschen an die Anfangsszene von A Plague Tale Innocence, in der ja auch noch alles schön und sonnig war im Wald mit dem Hund und so weiter.
Und später wird es ja dann so unglaublich düster. Und ja, am Schluss gibt es noch das Release-Jahr. Konkreter bekommen wir den Release leider nicht genannt, nur 2022. Allerdings soll A Plague Tale Requiem sowohl für Xbox Series X, PS5 und natürlich den PC erscheinen. Und auch für Nintendo Switch tatsächlich, da dann allerdings als Cloud-Version. Auf der offiziellen Seite zur A Plague Tale Requiem von Focus Entertainment, also vom Publisher von A Plague Tale, gibt es auch noch eine kleine Beschreibung zum neuen Teil. Allerdings könnte die Beschreibung genauso für A Plague Tale Innocence passen, heißt, die ist nicht besonders aussagekräftig. Und zwar wird hier von einer emotionalen und atemberaubenden Reise, bei der wir Amicia und Hugo folgen, gesprochen, die alles dafür tun, in einer brutalen und gefühllosen Welt zu überleben. Mehr Infos, was die Story betrifft, bekommen wir leider nicht. Es war jetzt natürlich nicht besonders aussagekräftig. Allerdings, was vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen ist, A Plague Tale Requiem ist die direkte Fortsetzung von Innocence. Die Handlung soll also dann die Fortsetzung von A Plague Tale Innocence sein. Finde ich persönlich auch sehr gut. Es ist natürlich schon sehr interessant zu wissen, wie es mit den beiden dann letztendlich weitergeht. Auch auf der Xbox-Page gibt es schon ein paar kleine Informationen. Und zwar wird A Plague Tale Requiem direkt ab Release im Xbox Game Pass verfügbar sein. Also für diejenigen, die Game Pass-Abonnenten sind, ist es natürlich eine sehr wilde Aktion. Und letztendlich waren es alle Informationen, die wir über A Plague Tale Requiem bis jetzt haben. Zum Schluss habe ich noch drei weitere Sachen. Und zwar erstens gibt es noch ein paar Bilder auf der offiziellen Seite von Focus Entertainment, die wir mal noch zusammen durchschauen können. Zweitens habe ich auf dem offiziellen Twitter-Account von A Plague Tale noch ein kurzes Video gesehen, das auf jeden Fall meiner Meinung nach ganz interessant ist. Und zwar sehen wir hier das Entwicklerteam von Requiem, die Voice Recordings machen bzw. an Voice Recordings arbeiten. Und es hört sich meiner Meinung nach einer größeren Menschenmasse an, die hier vertont wird. Vielleicht ja sogar für die Stadt, die wir im Trailer gesehen haben. Und als letztes habe ich hier mal noch das Pressekit runtergeladen, das Focus Entertainment zu Plague Tale Requiem anbietet. Und habe es ein bisschen durchsucht. Allerdings ist da nicht wirklich was Neues drinne. Hauptsächlich die Logos und Screenshots, die wir schon woanders gezeigt bekommen haben. Ja, das war's soweit von A Plague Tale Requiem. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wann wir weitere Informationen bekommen oder vielleicht sogar ein Release-Date. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid's auch. Alle Quellen, die ich für dieses Video genutzt habe, sind außerdem in der Videobeschreibung verlinkt. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.